ist das Betteln im Allgemeinen erlaubt? Es gibt darüber unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Allah Azza wa Jal hat die Gläubigen beschrieben, wenn du sie siehst, so denkst du, sie sind reich. Die Armen, Subhanal Malik, schaut mal. Wenn du sie siehst, so denkst du, sie sind reich. Weil ein Gläubiger, er erniedrigt sich nicht zu betteln. Weil er weiß, wenn Allah sein Rizq geschrieben hat, dann wird er es bekommen und muss sich dafür nicht erniedrigen. Muss sich dafür nicht erniedrigen. Und manche Gelehrte haben das erlaubt. Besser ist, dass man das unterlässt. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Natürlich kommt das auch auf die Situation an. Und die letzte Frage. Unterscheidet man zwischen dem, der am Verhungern ist und dem, der einfach wenig hat? Natürlich. Allah Azza wa Jal hat selber im Koran unter Masakin und unter Fuqara unterschieden. Fuqara, das sind die Armen. Sie besitzen nichts. Und Masakin sind die Bedürftigen. Sie könnten Sachen besitzen, aber es reicht nicht aus, um ihren Lebensunterhalt zu beschreiten. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Und darf man dem Bettler dann Geld geben, zum Beispiel den Bettlern hier in Deutschland auf der Straße? Das kommt darauf an. Es gibt Banden, sie betteln und haben mehr Geld als du und ich und mehr Haare als du und ich. Das heißt, diese Leute sind reich. Sie machen das, um Leute zu betrügen. Und ich will jetzt keine bestimmten Gruppen nennen. Die sind bekannt. Naam, ihre Frauen, wal'iyadu billah, sitzen auf den Straßen und ihre Kinder und sie fahren die dicken Autos. Ihr kennt schon, ihr wisst schon, was ich meine. Und manche verstümmeln sogar ihre kleinen Kinder, damit sie mehr beim Betteln einnehmen. Möge Allah Azza wa Jalla sie vernichten in der Dunya und Akhirah. Wie übel kann so eine Person sein, wal'iyadu billah, der sein eigenes Kind die Hand abschneidet, nur damit er mehr beim Betteln einbringt. Ha? Und daher, es wird unterschieden, gibt man den Bettlern, ich empfehle, ich mache das so, wenn ich jemanden sehe, dann sage ich ihm, ich kann dir Essen geben. Aber er will gar nicht essen. Einer sagte zu mir ganz konkret, hast du 56 Cent? Na gut, der weiß schon, was er kaufen will mit 56 Cent. Und Allah Azza wa Jalla sagt, وَأَمَّا السَّائِلْ فَلَا تَنْهَرْ. Was den Bettler anbelangt, so weise ihm nicht ab. Und die Eier hat zwei Bedeutungen. Einmal, was denjenigen anbelangt, der nach Wissen strebt, weise ihn nicht ab. Und eine andere Erklärung, was den Bettler anbelangt, so weise ihn nicht ab, bedeutet, dass du ihm mindestens etwas gibst und wenn es auch nur ein Dua ist. Das ist aber für wen? Für die Leute, die nicht verbrecherische, organisatorische Banden sind. Na? Ist es nicht besser, auf Allah zu vertrauen und nicht die Menschen zu fragen? Natürlich ist das besser, auf Allah zu vertrauen. Man muss als Muslim auf Allah Azza wa Jalla vertrauen. Die Sache ist die, dass du kannst nicht von jedem Menschen erwarten, dass er volles Tawakkul auf Allah Azza wa Jal hat. Das gibt es bei einigen Menschen, Alhamdulillah. Aber andere sind schwach. Wenn er in Schwierigkeiten ist, sofort ruft er die Leute an. Aber wie gesagt, das ist immer abhängig von der Situation. Wallahu ta'ala ala wa'ala.